Jetzt habe ich keine Lust mehr hier zu warten. Oh. Ja, na also, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Oh, das ist, ich verstehe das nicht. Warum legen Sie bloß auf? 10 oder 13, das kann man sich doch noch ganz gut merken. Das ist doch nicht so viel. Weil es schon so ein bisschen spät ist. Werde ich Ihnen jetzt einfach noch mehr Nummern geben, die Sie sich merken müssen. Ich öffne Ihnen jetzt statt 2 Leitungen 5 Leitungen. Und jetzt bitte reißen Sie sich zusammen, hören Sie hin und legen Sie nicht auf, okay? 5. Den ich von Ihnen hören muss, der beginnt mit SCH. Ja, na also, wer ist denn da? Hallo? Hallo, hier ist die Christine. Christine, fünffache Chance hat Ihnen aber super was gebracht, oder? Ja. Sagen Sie mir, was suchen wir da? Schönheitschirurg. Schönheitschirurg? Ob das hinkommt? Nee, es gibt kein doppeltes CH. Schönheitschirurg. Ja, wenn man hier gewinnt und irgendwie einen kleinen schönheitschirurgischen Eingriff machen will, dann hat man hier das nötige Kleingeld für. Aber was hat der Schönheitschirurg jetzt mit wirklich Glück zu tun? Okay, der macht Menschen glücklich, die sich unwohl fühlen. Ach was, okay, vielleicht gibt es ja jemanden, der was anderes raus hat als Schönheitschirurg. Ich starte nochmal das Band für Sie. 01379696969. Jawohl, herzlich willkommen, wer ist da? Hallo. Warum machen Sie das bloß? Warum legen Sie nur auf? Ich kann es nicht verstehen. Brechen wir gleich ab und spielen was komplett Neues? Weil irgendwie haben die Zuschauer ein bisschen Angst, hier zu lösen, habe ich das Gefühl. Das hat auch was mit Glück zu tun. Hm? Ja, jawohl, Sie hatten die Portion Glück. Wer ist in der Leitung? Harthuber, guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Harthuber. Sie haben es geschafft und haben schon fast gewonnen. Was suchen wir? Gehirnforscher. Bleiben Sie mal am Telefon. Für diese einfallsreiche Lösung kriegen Sie 50 Euro von mir. Ja? Geht es? Okay. 50 Euro für den Herrn Harthuber. Gehirnforscher. Jetzt wüsste ich gern, wie der da drauf gekommen ist in seinem Gehirn. Das müssen wir wohl erst erforschen. Die Lösung, höre ich gerade, ist eigentlich leichter, einfacher. Also nicht so ein ausgefallener Beruf wie Gehirnforscher, oder? Jawohl, okay. Alles klar. Das ist jetzt nochmal ein Zusatztipp. Vielleicht bringt der Ihnen ja was. Ich starte jetzt nochmal das Band. Und bitte, bitte rufen Sie nur an, wenn Sie es wirklich haben. Ja, ich bin am Verzweifeln hier. Jetzt schon. Es ist doch noch nicht mal so spät. Kommt der zweite auch noch rein? Ja, Wahnsinn. Wer holt sich das Geld? 01379. Jawohl. Ja. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Kriegen Sie wieder mal den Hals nicht voll und haben aufgelegt, weil der 100er noch rein soll? Und der 200er? Ja gut, vielleicht doch nicht so eine schlechte Entscheidung, jetzt aufzulegen, denn jetzt geht's gleich um einen richtigen, riesengroßen Gewinn. 3, 2, wer will gewinnen? Wer will Geld? Stau schon wieder hier. Ein Gewinner am Telefon. Ich hoffe es. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Klein. Herzlich willkommen. Kennen Sie die Lösung? Wir suchen ja einen Beruf mit SCH. Ja, SCH ist Chefforscher. Ja, gut. Wie bitte? Chefforscher. Chefforscher? Ja. Chef mit SCH? Egal wie. Es wäre eine coole neue Berufsgruppe, aber es ist natürlich falsch. Das Geld ist da. Hier in meiner Hand schon 1000 Euro plus diese beiden Becken voller Geld. Es ist 0.45 Uhr. Die 16, 19, 22, 25. Ja, na also, wer ist denn da? Hallo? Nein, ist mein Name. Ja, warum haben Sie denn so lange gebraucht, um endlich mir zu sagen, was da rauskommt? Ich finde den Fischer versteckt. Bitte? Fischer finden Sie da drin? Ich finde den Fischer versteckt. Die Fische sind nicht mehr da. Der Fischer, der steckt da irgendwie drin, klar, aber das ist doch nicht das, was wir jetzt brauchen.
Wir brauchen alle 16 Buchstaben. Vereint in einem Beruf. Oh Gott, jetzt wäre mir fast das Becken runtergefallen. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? So, manchmal ist es mir schon wirklich ein Rätsel. Ich kann es einfach nicht verstehen. Da hört man noch, da ist jemand dran. Unter 18 gewesen oder was? Ich öffne natürlich nochmal die 15 Leitungen. So können wir das jetzt hier nicht beenden oder einfach rausschmeißen, dieses Spiel. Also passen Sie auf, rufen Sie an, wenn ich runtergezählt habe. Sofort wieder nochmal ein Countdown für Sie. Hallo? Wir spielen nicht um 50 Euro, wir spielen um... Tja, vor 2 Stunden, da gab es hier noch gar nichts. Hä? Hier? Wollen Sie das? Oder wollen Sie das? Plus das. Plus LCD-TV. Plus 15 Leitungen. Alle, die heute gewonnen haben, haben noch nie zuvor gewonnen. Die Dame. Sie entscheiden selbst. Ja, ja, herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Wir zählen gerade Ihr Geld. Sagen Sie was. Hallo. Wir haben doch schon hier den ganzen Gewinn auf dem Band. Nur weil wir noch nicht wissen, wie viel es wirklich ist, müssen wir doch nicht auflegen jetzt. 2.30 Uhr, kein Kandidat da. Ich werde verrückt. Aber jetzt kommt der Hot Button raus, oder? Jetzt lassen wir das mit diesem Leitungsschmarrn hier. Bevor mir wieder jemand auflegt, dann schnappen wir eben mit dem Hot Button ganz viele. Komm, der Erste, der per Hot Button ermittelt wird und durchkommt und die Lösung sagt, der hat gewonnen. 3. Wer gewinnt? Herzlich willkommen bei Money Express. Sie sind derjenige, der es geschafft hat. Wer ist denn da? Dieter Plage. Hallo. Ja, hallo. Sie haben es geschafft. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wirklich? Und jetzt verraten Sie uns, was suchen wir denn da? Bitte? Was suchen wir denn eigentlich? Ja, den Schornsteinfeger. Ja, 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 juhu, juhu, Sie haben gewonnen. Tatsächlich, es hat geklappt. Das darf doch nicht wahr sein. Es gehört Ihnen die 6.035 Euro, das ist Ihr Gewinn. Der kommt heute auf Ihr Konto. Das darf nicht wahr sein, das glaube ich nicht. Haben Sie schon einen Plan, was Sie damit anstellen? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das können Sie sich dann überlegen morgen, wenn Sie die Geldscheine um sich herumschmeißen. Habt ihr jetzt pausenlos angerufen? Ja, dann hat sich's aber gelohnt. Hier 6.035 Euro und der Fernseher, der gehört auch noch Ihnen. Ja, toll, genau Sie den brauche ich. Sie waren hartnäckig und haben sich durchgekämpft. Jetzt bleiben Sie am Telefon. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke. Und ich sage gute Nacht an alle anderen. Ciao, bis morgen.